eigentlich, habe ich das extra hier alles gelesen, ne? Und jetzt wollte ich mich eigentlich mit Sebastian bei ihm im Studio treffen, ne? Und mit dem Kamerateam dahin. Und wir wollten mal einen InnoFlash so aufnehmen. Aber das hat jetzt halt nicht hingehauen. Und darum haben wir uns entschlossen, das Ganze dann doch in diesem Format zu machen. Noch ist er nicht da hinten im Zoom-Call. Gleich pocht es auf. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf ein spannendes Gespräch mit einem digitalen Kopf hier aus der Region, aus Niedersachsen, nämlich mit Sebastian Blum. Und dann würde ich sagen, dann mache ich mich mal fertig. Und dann drehe ich mich mal um auf meinem Stuhl. Und das Buch vom Sebastian, das lege ich jetzt zur Seite. Also, los geht's. Jetzt hat's funktioniert. Hallo Sebastian. Hallo, na Christian? Nicht weit weg, ne? So, jetzt eigentlich wollte ich ja bei dir sein. Jetzt sitze ich aber so 10 Kilometer Luftlinie von dir entfernt. Hat nicht geklappt. Aber schön, dass du dabei bist. Wir sehen uns demnächst sicher bald wieder. Ja, auf jeden Fall. Sebastian, willst du der InnoFlash-Crew hinter mir einfach mal ein bisschen was zu dir und deiner Person erzählen? Ja, Sebastian Blum, mein Name, 42 Jahre alt, Region Hannover ansässig. Ich habe in meiner Historie, ja, ich würde sagen, ich bin Unternehmer durch und durch, habe nur ein halbes Jahr mal für eine Bank gearbeitet als Auszubildender, bevor ich es geschmissen habe. Habe dann mehrere Unternehmen gegründet, unter anderem auch ein Hosting-Unternehmen, was eben Cloud-Anwendungen und so weiter gebaut hat und immer noch baut, hier oben auch am Expo-Standort oben. Und habe darüber dann im Prinzip in den letzten 10 Jahren so ein bisschen in Deutschland diese ganze Cloud-Entwicklung und E-Commerce-Entwicklung mitgesteuert. Also dass man im Unterbau im Prinzip den ganzen Online-Shops die Infrastruktur gebaut hat, dass die eben ihre Geschäfte machen können, was natürlich in den letzten 15 Jahren ein guter Wachstumsmarkt war. Und da habe ich dann auch so ein bisschen meine Leidenschaft gefunden, die nicht Hosting und nicht Technik ist. Dann hast du mir die Frage ja schon weggenommen. Was ist denn deine Leidenschaft? Was ist denn deine Passion? Ich habe da gemerkt, dass wir hatten das Problem, wir haben keine Leute gefunden. So, Fachkräftemangel und so weiter, IT-Spezialbereich, Hannover, unbekannt. Da findest du keine Leute. Und dann haben wir eben 3 Jahre lang das Unternehmen so umgebaut, dass wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir die gesamte Struktur quasi neu gebaut haben, dass wir das Unternehmen hinterfragt haben, die Organisationsstruktur, die Hierarchien, alles, wie wir arbeiten. Und wir haben die gesamte Organisation dann so umgebaut, dass wir am Ende dieser ganzen Übung ungefähr nach 12 Monaten statt keine Bewerbungen dann eine Warteliste hatten, die immer länger wurde, wo wir dann schon einen Annahmestopp hatten für die Bewerber. Diese Geschichte und wurden dann auch für ausgezeichnet bester Arbeitgeber Deutschlands und so weiter und so fort. Das war für mich der Aha-Moment, wo ich mir gesagt habe, das ist eine Sache, die ist im Prinzip für jedes Unternehmen möglich. Also nicht nur für uns, weil wir so cool waren wir ja auch nicht, sondern das kann jeder. Und habe daraus letztendlich dieses Know-how mitgenommen und habe gesagt, die Arbeitswelt wird sich ändern. Und meine Leidenschaft ist, dass ich einfach Unternehmen helfen möchte, bessere Arbeitgeber oder bessere Arbeit zu haben in ihren Unternehmen. Lass mich aber noch einmal ganz kurz investigativ nachfragen. Wie machst du das dann oder wie wollt ihr das jetzt machen, auch mit dem Unternehmen, das du jetzt halt gegründet hast? Ja, das neue Unternehmen heißt der Epic Work. Also ist eben epische Arbeit. Ja, also Arbeit soll eben gut und Spaß machen und natürlich großartig sein. Wie machen wir das? Also wir gucken uns grundsätzlich die Organisation an. Wir gucken uns an, wofür dieses Unternehmen steht. Da ist auch viel Grundlagenarbeit dabei, Wertefindung, warum das Unternehmen existiert. Das heißt, du machst dieses gesamte Unternehmenskulturfundament einmal sauber, was bei, ich würde sagen, 95% der Unternehmen nicht vernünftig vorhanden ist. Und wenn du das vernünftig aufgebaut hast, zusammen auch mit den Leuten, die da schon arbeiten, dann hast du eine Möglichkeit, eine wirklich großartige Unternehmenskultur auch zu schaffen und kannst natürlich diese Geschichten, die daraus stehen, im Prinzip mit den heutigen Methoden, Social Media Marketing, diese ganzen Geschichten nach außen kehren und kannst da sehr, sehr wirtschaftlich interessant auch neue Mitarbeiter passgenau finden. Und das ist so ein bisschen das, was wir dann im Prinzip als Lösungen anbieten, wo wir eine Softwarelösung für haben und so ein bisschen die Unternehmen da komplett zu unterstützen.
Jetzt habe ich ja mit dir hier einen der digitalen Köpfe der Region in diesem kleinen Podcast-Format. Ich stelle ja immer die Frage nach dem nächsten Game Changer. Mhm. Also losgelöst von dem, was wir gerade eben besprochen haben. Mhm. Was glaubst du, wird der nächste Game Changer? Wenn man mal ins große Ganze guckt, würde ich sagen, der Bereich künstliche Intelligenz ist sicherlich einer der Game Changer. Ich würde aber immer sagen, gepaart mit, wie sich auch die Arbeit ändert. Also wenn ich sage, ich kann Standardaufgaben heute schon nicht mal mit künstlicher Intelligenz, einfach nur mit Automatisierung, ja, wegautomatisieren, also Sachbearbeitertätigkeiten. Die kann ich im Prinzip in großen Unternehmen im Prinzip wegmachen. So, das heißt aber, die Frage lautet ja, wenn ich die weg habe, was ist denn dann die Art, wie man arbeitet, also wie Wissensarbeit passiert? Und da glaube ich eben, dass Unternehmen eine andere Arbeit erfinden werden, wie Leute miteinander arbeiten werden. Das heißt also, wie du Projekte führst, wie du Teams miteinander führst. Und für mich ist eben so eine Kombination aus technischer Innovation, also Richtung KI und solche Sachen, die aber dazu führen, dass wir eben ganz anders arbeiten werden. So wie wir uns jetzt gerade über so einen Cloud-Dienst auch per Videokonferenz unterhalten. Ne? Also ich glaube, es ist so eine Kombination aus Technik, die aber uns in der Art der Arbeit komplett, ich sag mal, komplett durchschütteln wird und auch wie Unternehmen funktionieren. In meinen Vorträgen sage ich oder behaupte ich ja ganz gerne, dass 10% jedes Unternehmens halt Softwareentwickler sein müssen oder auch Datenanalysten sein müssen. Wie bilde ich die selber aus oder wie finde ich die? Hilf mir da mal auf die Sprünge. Ja, finden hast du immer das Problem, dass alle welche finden wollen. Also da wirst du einen Mangel haben. Das heißt also, du kannst dich eben natürlich so darstellen, dass die Leute zu dir kommen wollen, dass sie dich kennen, dass sie wissen, du bist ja ein super Unternehmen und viele Mitarbeiter, gerade der jüngeren Generation, Generation X, Y, Z und so weiter, was ja durch die Medien ja geht, die legen ja sehr viel Wert auf andere Themen jenseits, was weiß ich, von Gehalt und Dienstwagen. So, da gibt's andere Themen. Wenn ich mich da aufstelle, habe ich eben vielleicht die Möglichkeit, dass diese Leute unbedingt bei mir arbeiten wollen und sich bei mir bewerben oder Lust haben, Teil dieses Unternehmens zu sein. Alternativ, wenn ich die richtigen Leute an Bord habe, also die zum Unternehmen passen, dann kann ich sie natürlich auch frühzeitig ausbilden in die Richtung und sagen, Mensch, willst du nicht in die Richtung gehen oder willst du das nicht machen? Das muss natürlich auch passen, dass die das wollen und dass sie es auch können. Also ich würde da so eine duale Strategie machen. Einerseits gute Leute holen, die können ja vielleicht auch die anderen dann vielleicht sogar ausbilden. Also da kann man ja zweigleisig fahren. Also heißt das, dass bald in Zukunft alle Unternehmen bunte Turnschuhe verteilen und möglichst sexy für jeden sind, dass die da, dass der da hingehen? Dann wird es ja irgendwann langweilig, ne? Ja, also ich glaube, es ist eben nicht bunte Turnschuhe und ein Kickertisch, ne? Oder eine gute Kaffeemaschine. Das ist so ein bisschen, das denken ja viele, ne? Also ich kann dazu nur sagen, die Art, wie wir arbeiten und wofür ein Unternehmen steht und warum Leute da mitmachen wollen, das ist eben, weil sie Teil einer Sache sein wollen, die sie auch gut finden. Und das ist nicht eben der Kickertisch, sondern ich sage da immer gerne dieses Apple-Beispiel. Das ist zwar schon ein bisschen abgegriffen, aber die Leute haben früher ja Apple-Geräte nicht gekauft, weil es die besten Geräte am Markt waren. So, die haben ja Apple-Geräte gekauft, weil sie Teil des Warums von Apple sein wollten. Also Think Different, gegen das Establishment. Und deswegen hat man sich dann ein Apple-Gerät geholt, weil man eben auch so cool sein wollte als Mensch. So, man wollte Teil der Sache sein. Deswegen hat man auch vielleicht ein mittelmäßiges Gerät einfach gekauft. Und wenn man das jetzt transferiert auf die Arbeitgeber- oder Unternehmenssituation, die Leute interessiert eben, wofür das Unternehmen steht. Was ist der Zweck des Unternehmens, wo ich arbeite? Was tue ich da? Ich will nicht nur, also dass ich davon Geld verdiene, satt werde oder so, alles toll. Aber die Leute wollen eben auch Teil einer Sache sein, wo sie merken, wo sie irgendwas bewirken können. Also was verändert dieses Unternehmen? Und vor allen Dingen, wie lebt dieses Unternehmen mit Werten? Also ist dieses Unternehmen so, dass ich mich mit den Werten identifizieren kann und dass die mit meinen Werten, ich sag mal, einherlaufen? Und wenn das so ist, ist das natürlich super. Dann fühlt sich das nicht mal wie Arbeit an für mich. Jetzt hast du gerade eben Apple nochmal erwähnt. Jetzt kommt die ganz brutale Überleitung zu der letzten Kategorie dieses kleinen Formats, nämlich zum Abstract. Meine Frage an dich, was ist zurzeit deine Lieblings-App? Zurzeit meine Lieblings-App ist, ich habe vorhin lange also mal geguckt auch, ich nutze am meisten Hootsuite. Auf dem Handy? Wirklich? Auf dem Handy.
Gut, das ist natürlich, also was guckst du dann danach? Also für alle, die das jetzt nicht kennen, was ist Hootsuite? Also Hootsuite ist ein Social-Media-Posting-Dienst, wo man Sachen eben posten kann und so weiter. Das nutze ich ganz gerne, weil ich es komfortabel finde. Die zweite Sache, die ich auf dem Handy extrem gut finde und immer besser finde, ist Canva. Also als Bildtool, Bildbearbeitungstool, ist sogar auf dem Handy gut nutzbar. Also du bist eine Social-Media-Maschine, wir merken das schon. Wir werden dann mal probieren. Im Nachgang, wenn wir das Ding jetzt hier fertig gecuttet haben, dann ballern wir mal um die Wette. Ja, und dann machen wir uns coole Canva-Bilder und alles Mögliche. Ich buffer, ne? Also ich bin auf der anderen Plattform. Die App ist auch großartig, die ist echt gut. Sebastian, nächstes Mal dann gerne bei dir im Studio und vielleicht als Rückspiel, dann können wir auch mal zeigen, was du dir da Gigantisches aufgebaut hast. Da bin ich immer ein bisschen neidisch, wenn ich das sehe, was sich dahinter so auftut, auch mit der Tribüne. Ich will auch gerne eine Tribüne haben. die kommt vielleicht irgendwann. Ja. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für die digitale Einladung und den Blick in dein Arbeitszimmer. Das ist mein, weiß ich nicht, was das jetzt ist. Das ist mein Wohnzimmer, Lebensraum. Arbeitszimmer. Mein schön. Lebensraum. Sehr schön. Bis dann. Ciao. Danke. Tschüss.